Oder wie können wir die... Wir können die nicht besiegen, oder? Wir müssen hier, glaube ich, einmal... Ja, ich glaube, wir müssen das einmal so machen. Ich weiß nicht, wie wir im Blumenkohlhaine die besiegen können. Nein, also du kannst es halt machen. So, du hast dann 6 Leben. Wenn du 6 Herzen nehmen würdest, dann hättest du 9 Leben. Okay. Okay. Ja, ich schau mal. Oh, scheiße, hier haben wir auch noch... Okay. Ach, stopp mal. Jetzt geht das Wasser wieder weg, ne? Wasser, kommst du? Wasser? 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 Ah! Ja, nice. Ach, war... Ach, das Wasser ist auch noch kalt. Ja, moin. Das habe ich ja jetzt erst gecheckt. Das wäre auch noch... Ach, come on, ey. Jetzt haben wir... Jetzt dürfen wir wieder... Beim nächsten Hit sind wir wieder down, ne? Das kann doch jetzt schon wieder nichts mehr werden. So, was konnten wir mit Yoshi? Wir können den Flatterflug, wir können die Zunge rausstrecken. Und wir können uns an... Wow, wie der abspringt. Okay, er springt nur ein bisschen nach unten. Okay. Dankeschön für dein... 13378 ist jetzt ein Gelsengamer. Dankeschön für den Follow. Schön, dass es dir hier gefällt. Vielen, vielen Dank für den Follow. Okay, das hat schon mal gut geklappt. Da hinten ist eine Sphinx. Boah, da hinten ist nochmal ein Herz, aber nur ein normales. Aber das brauchen wir unbedingt, ne? Aber das ist noch so weit weg. Schaffen wir es bis dahin? Schaffen wir es bis dahin ohne Hit? Ich befürchte fast nicht, ne? Hm? Da oben wäre das Herz gewesen, oder? Aber hä? Ach so! Ach, warte mal! Ach, lol! Oh Gott, scheiße! Das wusste ich jetzt nicht! Ich dachte jetzt mit Yoshi, wie kommen wir denn da hoch, dass ich mir die Zunge rausstrecken muss und er sich dann erst... Oh Gott, das wusste ich nicht! Mann! Und wenn du auf Lava... Gift, whatever, reinfällst, dann wirst du zu einer Blase und kommst du wieder in deinen letzten betretenen Ort. Also so eine Art mit Checkpoints, da spielt man dann, ne? Oh. Ich denke schon, dass ich das schaffen werde. Also du hättest das vermutlich auch geschafft, nur die Frage ist halt, wie lange man dafür braucht. Also schaffen tut man das, keine Frage. Ne, schaffen tut man das schon. Nur es ist halt eine Frage, ob man Bock hat, da... Stunden rein zu grinden. Aber schaffen, da habe ich gar keinen Zweifel dran. Schaffen würden wir das auf jeden Fall. Ist halt immer nur die Frage, wie viel Geduld man dafür hat. Ja. Nur ich war zu dumm. Ja, das ist es eben. Das ist es eben. Dann wird man auch manchmal zu ungeduldig. Dann hat man keinen Bock mehr, weil man schon, weiß ich nicht, 300 Mal vorher gestorben ist. Dann hat man keinen Bock mehr auf die Scheiße. Wird zu ungeduldig und stirbt so unnötig. Und dann hat man halt keinen Bock mehr. Also schaffen wird man das schon. Ziemlich sicher. Es ist ja machbar. Ne? Nur man ist halt meistens nicht geduldig genug einfach. Ne? Kommt nochmal ein Goomba? Nö. Lassen wir nochmal kurz hier rechts rüber fliegen. Boah, der ist echt free. Wenn sich Mario an den Stangen nicht so dumm anstellen würde. Nicht so dumm anstellen würde und immer zu uns springen würde. Dann wäre das hier auch free. Der Karl hat es in 48 Minuten geschafft. Ohne Hilfemodus. Nicht schlecht. Wie lange sitze ich jetzt hier dran? Ich sitze hier 10 Minuten. Habe ich Starting laufen lassen? Ich würde mal sagen, so 30 Minuten sitze ich jetzt ungefähr hier dran. Aber ich werde das vermutlich nicht in 48 Minuten schaffen. Aber gut, mich hetzt ja auch gar nicht. Ich habe ja auch nicht vor, hier einen Speedrun zu vollführen. Okay. Okay. Jetzt springe ich einfach nur mal, ohne in die Richtung zu drücken. Geht das? Das geht.
Ich sollte mich dann angewöhnen, da nicht mehr zu drücken in irgendeine Richtung, sondern einfach nur zu springen. Gut. LOL, warum? Warum ist er jetzt schon wieder nach links gesprungen, der Volldepp? Also. Ich habe keine Ahnung, was mit Mario da los ist. Also ich hatte es vor 2 Jahren gemacht, da war ich extrem schlecht, aber jetzt bin ich viel besser und ich glaube, ich schaffe das sogar ohne Hit. Ja, es könnte gut sein. Ich weiß auch echt nicht warum, ne? Aber ich bin so oft einfach zu dumm für einen ganz simplen, normalen Longjump, ne? Ich weiß nicht warum. Manchmal macht er den irgendwie nicht. Ich weiß auch nicht warum. Ah, schon wieder! Warum? Ja, keine Ahnung, warum er den manchmal nicht macht und manchmal schon. Ah, das ist so unnötig. Das ist so unnötig. Aber wenn wir jetzt hier nochmal ohne Hit durchkommen, was ich zwar wenig glaube, aber möglich ist es, dann bekommen wir da nochmal ein Herz. Ja, okay, ein Hit können wir uns erlauben. Ein Hit wäre nicht so dramatisch. Aber bitte nicht mehr. Eieiei. Okay. Der hier ist halt schwer, ne? Fuck. Mann, da bin ich zu früh gesprungen. Ich hätte einfach nur mal ein bisschen abwarten müssen. Ach, Mann. Einfach... Was? Nein, warum? Jetzt haben wir die extra Leben verloren wegen so einer Scheiße, Mann. Kacke, ey, okay. Okay. Ah, ja, jetzt ist natürlich wieder. Ach, halt doch dein Maul. Jetzt kümmere die Scheiße. Okay. Den Versuch können wir auch schon wieder knicken. Durch den einen Hit, ne, bin ich jetzt schon wieder so genervt gewesen und. Dass ich einfach springen wollte, ohne mehr zu denken, abzuwarten und jetzt haben wir wieder so eine Scheiße am Hals. Der Versuch ist jetzt schon wegen so einer Scheiße wieder zum Scheitern verurteilt. Ja, so eine Kacke, Alter. Halt doch dein Maul. Mann! Wir versuchen es auf jeden Fall noch ein bisschen. Und ansonsten müsstet ihr mir mal sagen, wie man den Hilfemodus aktiviert. Ich habe bis jetzt noch gar nicht gesehen, wie man den überhaupt aktivieren kann. Aber wir versuchen es erstmal noch ein bisschen. Und ja, ich bin auch einfach zu ungeduldig für sowas, ne? Die vorletzte Passage war so schwer, ich habe die einfach geskippt, hatte keinen Bock drauf, lol. Wie, man kann die einfach skippen. Hm? Würde ich machen. Würde ich sagen, den Leichtmodus aktivieren. Ja, wir probieren es noch ein bisschen. Wir probieren es noch ein bisschen und dann werden wir das auch tun. Ich bin auch halt einfach zu ungeduldig für sowas. Oh, shit. So. Okay, das geht doch ganz easy so. Jetzt müssen wir natürlich nur gucken, dass wir uns hier nicht treffen lassen. Ach, die laufen gar nicht, die springen nur. Das macht die Sache natürlich ein bisschen einfacher. Ich dachte, die würden laufen. Springen die schon immer nur so? Okay. So, dann machen wir das. Dann machen wir das wie vorhin. Ah, das bringt nicht so viel, ne? Wir müssen das Wasser kommen lassen. Und dann ganz schnell. Okay, wir haben es hier echt ohne Hit geschafft. Wir warten einfach ab, damit wir den einen Hit auch noch behalten. Du musst mit dem Segeltyp in den Wind fliegen und schütteln. What? Man kann ungefähr 5 Passagen kann man skippen, wenn du willst, sage ich dir. Ja, machen wir mal später. Und was meinst du mit was für ein Segeltyp und was für ein Windfliegen? Segeltyp? Windfliegen? What? Das müsstest du mir nochmal erklären. Nehmen wir mal ein paar Münzen mit. Wir werden hier öfters sterben.
können wir gut gebrauchen, die Münzen. Okay, das war knapp. Hier können wir bleiben. Oh, jetzt kommt der Philo. So, hier wären wir wieder. Oh, haben aber nur noch 2 Leben, ne? Kommt noch. Ja, wenn du irgendwie welche Sachen hast, die noch kommen, dann bitte erstmal noch nichts verraten. Erst wenn du siehst, dass ich diesen Segeltypen habe und mich echt doof anstelle oder der irgendwelche Fähigkeiten hat, von denen ich einfach nichts weiß oder sowas, das dürft ihr mir dann natürlich gerne sagen. Aber wartet erstmal ab, bis ich überhaupt so weit gekommen bin. Das wäre sehr nett. Hallo, Philo. Philo Superstar, ja! Ne, Philo? Das Problem ist, ne? Wir könnten natürlich versuchen, jetzt gleich das Herz da zu holen. Aber wenn wir da runterfallen, sind wir halt direkt down wieder. Und Alter, ich glaube, wir scheißen erstmal auf das Herz. Wir gucken erstmal, ob wir hier so durchkommen. Wir müssten vermutlich diese Dinger mit der Zunge von Yoshi aktivieren, ne? Und dann würden die Blöcke aber auch kaputt gehen, oder? Ach, keine Ahnung. So. Was haben wir denn hier? Geh nicht für das Herz. Nee, habe ich mir auch gedacht. Habe ich mir auch gedacht. Was macht die Sphinx? Gibt ihr uns nochmal ein Kraftherz oder sowas? Das wäre ja nice. Sei gegrüßt, Reisender. Ebenso sei deine Kopfbedeckung gegrüßt. Vermagst du meine Frage zu beantworten? Welches ist das einzige Land, das ich die überragende Sphinx noch nicht bereist habe? Er gibt ihr ein 6. Herz. Das wäre gut. Also Wüstenland war auf jeden Fall. Küstenland war auf jeden Fall. Ich weiß nicht. Ach, im Forstland und im... Ich weiß nicht, eins von den beiden. Ihr dürft es mir gerne sagen. Ich weiß es jetzt nicht. War es Pilzkönigreich oder Forstland? Pilz, okay. Haben wir die Sphinx im Forstland? Haben wir die Sphinx im... im Forstland gefunden? Ja, dass die Sphinx es jetzt im Forstland gibt, ist klar. Echt? Ich hab die da gefunden? Wo war die? Okay. Weiß ich schon gar nicht mehr. Okay. wir nehmen Yoshi mal lieber wieder mit. Ich weiß nicht, ob wir ihn noch brauchen. Ich glaube, du hattest die. Ich weiß es gar nicht. Naja, werden wir noch mal sehen. In Forstland fehlen mir sowieso aktuell, was hatten wir vorhin gesagt, 7 Monde noch, ne? Insgesamt, dann haben wir da alle. Ja, kümmern wir uns wieder später drum. Ich wäre erstmal nur heilfroh. Die gibt dir im Forstland keinen Mond. Ach, echt nicht? Okay. Ich wäre erstmal nur heilfroh, wenn wir in diesem Stream hier heute erstmal die stockfinstere Seite des Mondes schaffen würden. Kann man nicht so Safe Stats machen oder so? Wäre nice. Hm? Oh. Ich glaube, wir brauchen Yoshi hierfür nicht mehr, oder? Ich nehme ganz stark an. Scheiße, müssen wir diese Passage hier echt ohne Cappy machen, oder was? Hm? Nicht mehr lange, 5 Passagen noch. Ach, ja gut. Na dann, das geht ja. Easy. Machen wir. Wenn ich das schaffe, ist alles gut. In der Tat. Hä, was ist denn jetzt hier? Warte mal. Und nu? Hä?
Okay. Okay. Nein, 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 nein. Okay, ich glaube aber, ich habe es verstanden. Scheiß die Wand an. Oh, shit. Ja, ja. Ja, ja. Ich hab's verstanden. Fuck. Ach, scheiß die Wand an, ey. Oh. Ach, das ist doch kacke. Da muss man doch... Oh. Da muss man einfach auswendig wissen, wo die Blöcke kommen. Alter, wenn man auf das Wackeln... Wenn man auf das Wackeln reagiert, so viel Zeit hat man doch gar nicht. Das ist doch scheiße, dass man das schon wieder auswendig lernen muss. Und, Alter, einmal versuchen wir es noch, dann habe ich schon keinen Bock mehr. Dann könnt ihr mir einmal sagen, wie man den Hilfemodus aktiviert. Also... Ja, da ist meine Geduld schon wieder am Ende. Habe ich jetzt schon wieder keinen Bock drauf, ne? Die Passage kannst du skippen. Die kann man skippen. Ja, erstmal gucken, ob wir da überhaupt nochmal hinkommen wieder. Ansonsten, ihr könnt mir ja schon mal sagen, wie aktiviere ich diesen Hilfemodus überhaupt? Alter! Auf Option und dann ich mache das jetzt noch nicht, wir versuchen es noch ein, zwei Mal, aber dann wir schauen einfach mal, Ah, okay. Ah, okay. Pfeile weisen wir den... Ah, okay. Gut. Weiß ich schon mal Bescheid. Vielen Dank dafür. Boah, jetzt wäre ich fast schon richtig dumm mit den Goombas wieder in die Lava gesprungen, ne? What the hell, ey. Oh. Boah, ich muss ja echt sagen, das nervt echt schon, ne? Dass man hier alles wieder von neu machen muss. Und das hat dann auch nichts irgendwie mit, keine Ahnung, das hat dann irgendwie nichts mit Schwierigkeit zu tun oder so. Mann, das ist einfach, das nervt einfach nur, oder nicht? Alter. Also, keine Ahnung, was. Oh. Oh, was machst du? Alter Mario, warum? Speedrun, auf den kannst du vergeblich warten. Der wird niemals kommen. Never ever. Alter. Ich glaube, wir machen das hier mal ohne Long Jumps. Das geht auch. Huhu! Hoffe ich zumindest. Dauert zwar nur länger, aber ist mir auch egal. So kommen wir hier wenigstens ohne Hit durch, ne? So kommen wir hier wenigstens ohne Hit durch, ne? Genau. Ganz genau. Haha!
Immerhin haben wir keinen Hit dadurch kassiert. Fuck you, Scheißspiel. Man darf sich nicht zu früh freuen, da sagst du absolut Wahres. Ja, 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 ja. Wie? So springt man den am besten. Das Herz bringt rein gar nichts. Wir haben alle Herzen voll. Geht doch. Warum lassen wir uns da voll immer so sinnlos hitten, ey? So eine verdammte Kacke. Mann! Das Herz hier rechts bringt uns leider auch nichts. So. So. Oh, 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 oh. So. Am besten, wir hätten gedacht, nicht treffen lassen. Eieiei. Nein, warum? Ach, Mann. Darfst du eine Scheiße auch einfach nicht sagen, ne? Lasst mich in Ruhe. Haut ab, haut ab, haut ab. Okay. Ah, jetzt kommt erstmal her. So, zweimal lasse ich sie zu uns hinhüpfen. Zweimal. Und lauf trotzdem rein. Alter, fuck you. What the fuck? Ah, wir kriegen immerhin die Passagen. Also die Anfangspassagen kriegen wir schon mal konstant dahin als in den ersten Versuchen. Klar, wäre auch traurig, wenn nicht. Aber ich weiß halt nicht, ob ich Bock habe, bei einem Tod immer alles wieder neu machen zu müssen. Warum das war der... Also, das sehe ich nicht ein als Hit. Das akzeptiere ich nicht. Ich weiß halt nicht, ob ich echt Bock da drauf habe, alles immer wieder von vorne machen zu müssen. Alter Schwede, ey. Eigentlich reizt mich... Ja, eigentlich will ich diese Passage auch gar nicht überspringen, ne? Die jetzt gleich da nach Ding hier nach Yoshi kommt. Eigentlich will ich die gar nicht überspringen. Können wir uns von der Sphinx jetzt jedes Mal das Kraftherz wiederholen? Das wäre natürlich auch mega cool. Und sollten wir auf jeden Fall in Anspruch nehmen. Ja, okay, das ist nice. Hier kannst du auch nur mit der Zunge rausstrecken. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Aber eigentlich will ich die... Eigentlich will ich die Passage gar nicht überspringen. Ich will sie eigentlich schaffen. Ah, Alter, das ist ja... Das ist ja sowas von verdammt hart, oder? Meinst du mit den Wirbelwinden, dass man mit Yoshi in die Wirbelwinde springt oder was? Oder wie könnte man die theoretisch skippen? Nur theoretisch, wie könnte man die skippen? Nur theoretisch. Aber du könntest mir ja mal schreiben, aber ich will sie halt nicht skippen eigentlich. So, jetzt gehen die hier, genau. Genau. Jetzt kamen die. Okay. Warum springt er denn... Warum ist er jetzt schon... Ach, ich check's manchmal nicht. Fuck you, ey. Das sah gar nicht so schlecht aus, ne? Und dann springt er wieder...
zu uns Richtung Lava. Ich weiß nicht warum. Das können wir doch jetzt schon wieder vergessen. Du solltest da Käppi werfen. Dann auf den... Das geht? Ups. Hä? Wie soll denn das gehen? Geht doch gar nicht. Hä? Wie soll denn das gehen? Der geht doch instant hoch, der Aufzug. Oh shit, ich hab schon wieder vergessen. Glück gehabt. Ich wollte vorhin eigentlich nur diesen Wandsprung machen. Okay, ein letzter Versuch und dann aktiviere ich den Hilfemodus. Dann habe ich keinen Bock mehr. Ein letzter Versuch. Dann aktiviere ich den Hilfemodus. Ich habe einfach keine Geduld für sowas. Ein letzter Versuch. Hallo Cam oder Charm, wie auch immer. Wie geht's dir? Schön, dass du da bist. Mit einem Downthrow von oben drauf und dann schütteln. What? Mit einem Downthrow. Und jetzt nochmal auf Deutsch bitte. Auf das was? Das wie auf das was? Und schön, dass du da bist. Hi, hi. Schön, dich wiederzusehen. Achso, was hat denn Yusuf geschrieben? Charm, hast du das hier geschafft ohne Hilfemodus oder hast du das in dem normalen Modus hinbekommen? Nicht so auf der Treppe hin. Den Schreckkäppi werfen. Was? Den Schreckkäppi werfen und dann. Okay. Ich lese mir das, ich lese mir das gleich nochmal durch, wenn ich wieder da bin, ja. Ohne Hilfe natürlich echt. Ja gut, wenn man geübt ist halt in Mario, dann verstehe ich das. Wie gesagt, Super Mario Odyssey ist das allererste 3D-Mario, was ich überhaupt so wirklich bis jetzt gespielt habe. Ich habe keinen sonst nie wirklich Mario gespielt. Also für mich ist das schon ein bisschen hart, muss ich ja zugeben. Ah, wie lange hast du dafür gebraucht? Ich meine, das habe ich vorhin schon mal gesagt. Ich weiß nicht, ob du da schon da warst. Ich bin mir auch ziemlich sicher. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das halt auch schaffen würde. Nur es fragt sich halt, wie lange es dauert. Ne? Irgendwann schafft man alles. Ne? Nur es fragt sich halt, wie lange es dauert und wie viel Geduld man dafür hat. Das ist es eben. Schaffen würde ich das auch. Definitiv. Aber. Da, warum macht der das? Mario, hör auf damit. Alter. Warum? Also.